Guten Morgen zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich stehe hier am Kochelsee. Heute möchte ich ein paar Landschaftsaufnahmen hier am See machen, also See und Berge im Hintergrund. Und dabei verwende ich heute mal verschiedene Objektive, weil standardmäßig habe ich meistens auf meiner Sony A7 III Kamera immer dieses 16-35 bei Tag drauf. Also das ist ein Weitwinkel-Zoom-Objektiv, aber ich habe auch noch ein 55mm dabei und ein 85mm Objektiv. Da will ich einfach schauen, ja, wie sieht das Bild dann aus? Verstärkt es irgendwie die Bildwirkung? Ist die Perspektive eine coolere mit dem zum Beispiel 85mm Objektiv? Ich weiß es nicht. Das probieren wir jetzt mal aus und schauen mal, wie das Bild dann tatsächlich wirkt. Momentan versteckt sich die Sonne noch hinter einer Wolkendecke, aber trotzdem ziehen auch tief liegende Wolken hier über den See drüber. Das könnte trotzdem ein ganz schönes Bild werden. Wenn diese kleine Entenfamilie durchs Bild geschwommen ist, mache ich mein allererstes Foto mit dem 16-35mm Objektiv. Das ist mein 16-35 und ich fotografiere jetzt auf 16mm. Auf einer 11er Blende fotografiere ich mein Bild jetzt auf einer 1/50 Belichtungszeit. Das schaut im Histogramm recht ausgewogen belichtet aus. Von daher machen wir das erste Bild. Okay, schön. Und dadurch, dass ich jetzt auch sehr weitwinklig fotografiere, sehe ich diese schönen Nebel- oder Wolkenschwaden, die von rechts ins Bild reinziehen. Also sieht schon ganz gut aus. Als nächstes Objektiv schraube ich jetzt mal das 14mm Samyang drauf. Das ist nochmal ein 2mm weitwinkliger, aber ich bin ganz gespannt, was man dann tatsächlich im Bild sieht. Machen die 2mm super viel aus oder merkt man es kaum? Schauen wir es uns an. Eigentlich senke ich meine Kamera immer wieder, wenn ich Objektive wechsle, dass eben kein Dreck in den Sensor kommt. Aber ich möchte jetzt einfach denselben Bildausschnitt haben, deswegen habe ich jetzt die Kamera einfach so auf dem Stativ belassen, wie sie war. Auf dem Objektiv sind leider richtige Schlieren, wahrscheinlich von der letzten Nachtaktion. Um Zeit zu sparen, sollte man sowas eigentlich lieber daheim machen. Aber ja. Von den Einstellungen her lasse ich alles gleich. Ich habe jetzt nur ganz kurz noch manuell fokussiert. Mache das Bild wieder, 11er Blende, 1/50 Belichtungszeit. Mit einer ganz kurzen Auslöseverzögerung. Wow. Cool. Als nächstes Objektiv schraube ich jetzt das 55mm drauf. Belasse die Kamera jetzt auch genauso. Und fummel da nicht noch dran rum. Zack. Das eine Objektiv zwischen die Beine. Oh, hält es auch fest. Da ist kein Platz, ne? Gut. Das 55er ist drauf. Allerdings muss ich jetzt tatsächlich meinen Standort und die Perspektive ein kleines bisschen ändern, weil man sieht jetzt die Bank hier im Vordergrund nur abgeschnitten und so macht das Bild überhaupt keinen Sinn. Also muss ich jetzt eigentlich, glaube ein bisschen weiter zurückgehen. Da das 55mm ein sehr, sehr lichtstarkes Objektiv ist, muss ich jetzt auch meine Belichtungszeit wirklich hochdrehen. Auf 1/50 funktioniert das Bild nicht mehr, dann ist es komplett ausgebrannt. Ich gehe jetzt einfach mal auf 1/125, mache da das Foto auch auf einer 11er Blende. Go for it. Schön. Jetzt zum Schluss nehme ich noch mein 85mm Objektiv, auch vom Sony. Mal gucken, was das kann. Jetzt sehe ich natürlich wieder nur die abgeschnittene Bank und nur Teile des Steges. Ich muss meine Kamera wieder ein Stück zurücksetzen. Jetzt muss ich deutlich, deutlich nach hinten gehen, um eine ähnliche Perspektive hinzubekommen. So, auch wieder auf einer 11er Blende. So, das Bild machen wir auch nochmal schnell. Zack. Ja, jetzt zeige ich euch die Bilder nochmal ganz kurz hintereinander, um nochmal die Vergleiche zu sehen von dem 16-35mm, dem 14mm Samyang, dem 55mm Sony und dem 85mm Sony Objektiv. Ja, das 85mm Objektiv hat sich jetzt gefühlt
für diesen Spot nicht so geeignet. Aber um diese Enten hier am Ufer aufzunehmen, so direkt aus der Hand, ich glaube, das funktioniert recht gut, weil ich kann einfach mit ein bisschen Abstand fotografieren und Enten mit ihren Entenküken sind schreckhaft. Also versuche ich das doch mal aufzunehmen. Mei, warum nicht aus der Hand? Bei der Aktion verlasse ich mich jetzt mal auf den Autofokus und fotografiere so aus auf einer 6er Blende ungefähr. Mal schauen, ob ich mich den Enten nähern kann. Und gehe jetzt sehr niedrig an die Wasseroberfläche und mache jetzt das Bild. Selfie-Time ist jetzt angesagt. Ich will mich auf die Bank setzen, von mir selbst ein Foto machen mit dem Fernauslöser. Schraub vorne einen ND-Filter drauf, um länger belichten zu können. Und auch hier nochmal so ein Verlaufsfilter. Also oben ist es sehr, sehr dunkel und nach unten hin ist er fast durchsichtig. Dann möchte ich einfach die Sonne ein bisschen abblenden, um mehr Konturen in den Wolken zu kriegen. Ihr seht, die Wolken kommen schon viel, viel geiler mit dem Teil. Oh ja. So habe ich die Wolken wunderschön drauf. Wenn mir der Kopf mal ganz selten auch nach Selfies steht, mache ich das so über einen Funkfernauslöser. Ich habe oben drauf auf die A73 meinen Aodelan WTR2 Funkfernauslöser draufgeschraubt. Der ist mit dem USB-Kabel und der Kamera verbunden. Und dann drücke ich einfach nur hier den Shutter-Button auf meinem Funkfernauslöser. Dann kann ich mich ganz gemütlich an meinen Spot setzen. Auch wenn ich mal 10, 20 Meter weg bin, funktioniert die Fernbedienung oder hier der Funkfernauslöser hervorragend. Also es geht nur mit so einem Teil und nicht mit einem kabelgebundenen. Andere Möglichkeit ist natürlich auch eine Auslöseverzögerung hier in der Kamera einzustellen auf 10 Sekunden. Kommt einfach darauf an, wie weit man sich weg von der Kamera stellen will und ja, ob man es auch tatsächlich schafft, so schnell an dem Spot zu sein. Aber mit einem Funkfernauslöser ist man eigentlich safe. Setze ich mir jetzt einfach mal auf die Bank und dann belichte die Kamera circa 20 Sekunden lang und mache das Bild. Und in den 20 Sekunden muss ich natürlich super still sitzen. Und jetzt heißt es still sitzen und einen Knopf drücken, das war's. Ja, die Sonne hat sich vorher nur ganz, ganz kurz gezeigt und jetzt macht es eigentlich keinen Sinn mehr, hier noch länger für mich zu bleiben, weil ein Knallerfoto wird hier nicht mehr entstehen. Ich habe jetzt mal wieder einen neuen Spot hier kennengelernt, das war cool, aber mein nächstes Video wird wohl wieder in der Nacht stattfinden bei wolkenklarem Himmel. Die nächsten Tage soll ja richtig, richtig gut werden vom Wetter her und von daher bin ich bald wieder am Start. Ich freue mich, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich freue mich auch über ein Like und ein Abo meines Kanals. Und das nächste Video wird wahrscheinlich wieder eher in der Nacht am Ammersee entstehen, bei wolkenklarem Himmel. Denn die nächsten Tage soll das Wetter richtig, richtig gut werden. Es wird jetzt endlich warm und da kann man sich auch nachts ein bisschen länger draußen aufhalten. Ich sage Servus heute vom Kochelsee, euer Sigi. Bye, bye.